Ein Kiffer wird zur Mordmaschine in American Ultra. Cherry Progressive, Achtung. Mendel Rutzett findet statt. Echo Choir ist aufgeflogen. Sind das Lyrics oder sowas? Hey, hören Sie auf, an meinem Wagen rumzumachen. Hey, ich hab grad zwei Typen gekillt. Abgefahren. Die hatten Knarren und Messer und waren voll die Arschlöcher. Brauchst du die Cops? Nein, kann ich nicht, weil ich hab noch haufenweise so Gras und Pilze im Auto. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung, aber ich schieb hier total die Panik. Ehrlich, Baby, ich hab Angstzustände deswegen. Tut mir leid. Fallen lassen! Agent Howell wurde aktiviert. Er hat zwei Agenten mit einem Löffel getötet. Einem Löffel? Was? Wir liquidieren Agent Howell. Männer in Schutzanzügen? Was soll das? Durch Ihre Aktion sind zwei CIA-Agenten zu Tode gekommen. Haben Sie aufgelegt? Bitte sagen Sie, dass Sie nicht aufgelegt haben. Irgendwas sehr Seltsames passiert mit mir. Ich bringe ständig Leute um. Vielleicht bin ich ein Roboter. Du bist kein Roboter. Ich will nicht neuraliert werden. Oh, Mike. No, no. Der Kerl ist eine Killermaschine. Wir haben ihn ausgebildet. Er ist ein Sicherheitsrisiko. Du willst das ganze Kaffee in die Luft jagen? Fang! Oh nein, helft mir! Auf jeden Fall rette ich meine Freundin. Los, los! Oh, das war der altbewährte Bratpfannentrick. Wir nehmen meinen Wagen und ziehen erstmal einen durch. Du willst jetzt einen Joint rauchen? Okay, nein, 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 du hast völlig recht. Das wäre ein Fauxpas. American Ultra, im Original auch American Ultra, ist ab 16 Jahren freigegeben, geht 95 Minuten und ist eine Actionkomödie, was die Geschichte erzählt von Mike und Phoebe. Gespielt von Jesse Eisenberg und Kirsten Stewart. Sie sind ein Paar schon längere Zeit und möchten in den Urlaub fliegen. Doch Problem ist, Mike hat ziemliche Flugangst und traut sich nie in ein Flugzeug zu steigen. Er sieht es immer so als Angstattacke, aber jeder weiß, er ist eigentlich nur ein totaler Schisser. Aber sie bleiben wieder immer noch da. Und während er sein Kiosk weiterführt, ich sag jetzt mal Kiosk, ist eigentlich ein Laden, kommt einfach eine Frau zu ihm hin und sagt ihm irgendwelche Sachen, von dem Mike denkt, es seien nur Lyrics, wie man im Trailer vernehmen kann. Doch diesen Satz, den sie immer wieder wiederholt, setzt ihm irgendwas frei und er wird nach und nach zu einer Killermaschine. Doch eine Sache fragt er sich, warum wollen viele Menschen ihn tot sehen und nur deswegen wird er halt zur Killermaschine, weil Leute auf ihn losgehen und versuchen ihn zu ermorden und seine Freundin auch, denn nun heißt es, er muss sie beschützen und irgendwie rausfinden, was wirklich dahinter steckt und was er wirklich ist, denn nein, das kann ich schon mal sagen, er ist kein Roboter. American Ultra wird uns, glaube ich, am 8. Oktober 2015 in die deutschen Kinos gebracht und muss ich ganz ehrlich sagen, ich war wirklich überrascht. Ich habe mir jetzt gedacht, American Ultra wird jetzt so eine Action-Komödie, die wird etwas langatmig, ziemlich derbe und der Film ist auch ziemlich derbe. Man fragt sich manchmal, dass er doch die 16er-Freigabe gekriegt hat. Der ist ziemlich blutig und auch ein Löffel wird ganz gerne hier mal zu einem Mordinstrument, genauso wie eine Schippe, um Müll aufzusammeln, wird auch benutzt, um Menschen zu töten, aber mehr will ich nicht spoilern. American Ultra steckt einfach voller irre witziger Ideen, kurzweilig mit seinen 95 Minuten und wirklich schön. Er macht Spaß, er ist saubrutal, legt ein fantastisches Tempo hin, mit 95 Minuten recht angenehm, gibt so kleine Momente, wo er ein bisschen langatmig wird, deswegen hätte ich noch gesagt, 5 Minuten kürzer wäre noch viel besser gewesen. Einem Abspann, der ist absolut gelungen, der ist animiert und der ist der absolute Hammer. Wem die Leute da im Film geschissen haben, um das auf die Leinwand zu bringen, den muss irgendwas gegeben werden, weil das ist die Hölle, sich das nüchtern anzusehen. Absolut abgefuckt, totaler LSD-Trip von vorne bis hinten.
und einem Jesse Eisenberg und Kirsten Stewart, die wirklich fantastisch zusammen harmonieren. Nebenbei ist auch noch ein Topher Grace, der den Gegner spielt, und eine Connie Britton, die auch eine Agentin spielt, ist das so kurzweilig, abgefahrene Action, die wirklich an manchen Stellen sogar ohne Schnitte auskommt. Und wenn ihr das seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Das ist wirklich exzellent gemacht. Brutal bis ins Exil. Und es gibt so einige Momente, wo ich mich wirklich totlachen musste. Wie die Sequenz mit der Bratpfanne, die man auch im Trailer sieht. Oder viele, viele weitere Sachen. Ist American Ultra eine Actionkomödie, die ich wirklich gerne gesehen habe? Ich habe sie genossen, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. In Amerika ist er leider ziemlich gefloppt und da waren auch die Kritiken eher mittelmäßig. Aber ich muss ehrlich sagen, mir hat er Spaß gemacht. Das ist halt ein bisschen zu over the top teilweise. Aber da kann man drüber hinwegsehen, wenn man mit ein paar Freundchen da sitzt, ein Bierchen trinkt und sich diesen Film gibt. American Ultra, mega cool geworden. Heißt in meiner Wertung, dass er als Actionkomödie 7 von 10 möglichen Punkten kriegt. Und insgesamt gebe ich ihm, wenn man ihn jetzt gegen alle Filme der Welt misst, ist er jetzt kein Meilenstein, aber trotzdem 6,5 von 10 möglichen Punkten. Guckt ihr euch American Ultra an? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.